bin da nicht einverstanden, dass man einfach sagt, Achtung, aufpassen, Patriotismus, Heimat, das ist alles gefährlich. Das führt zu ganz bösen Extremen, Krieg. Und gleichzeitig glaube ich, dass man den Menschen nicht das Recht und das Bedürfnis absprechen kann, dass sie gerne an einem Ort sich wohlfühlen, daheim, wenn sie zu einer Gruppe gehören, zu einer Nation gehören. Das ist so. Okay, jetzt ist einfach die Frage, wie geht man damit um? Und ich glaube, das ist, was tue ich dir jetzt, das sehe ich kritisch, Peter, dass die Haltung von dem gebrochenen Verhältnis zur Schweiz, und das ist ja typisch in der Linken, seit 68, Max Frisch, ich meine, das hat Tradition. Und ich glaube, damit hat man die ganze Sache, wie ich schon gesagt habe, den politischen Rechten überlassen. Und ich möchte die Schweiz nicht der SVP überlassen. Es ist meine Heimat, es ist mein Land. Und ich stand dazu. Dass sie mir die Schweizer Bahn geklaut haben, ja. Die SVP, das sind immer noch überlassen. Wir haben sie uns klauen lassen. Absolut, ja. Sind wir aber selber schuld? Ja, aber es geht auch mehr so. Dass, es geht auch mehr so, dass sie die Schweizer Bahn inzwischen erkennen als Symbol der SVP. Du würdest sie nicht im Garten aufziehen. Ich auch nicht, weißt du? Also. Ja, ich habe gar keine so Stange.